Hallo YouTube, ja, die neue Loot Raider Box ist da, oder sprich nur mehr die Aider Box ist da, weil das habe ich unabsichtlich alles runtergerissen. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, die Verpackung ist hier ein bisschen eingebeult, sieht man das. Sie kann eigentlich nicht mehr gerade stehen, weil hier extrem viel drin ist und sie ist auch extrem schwer. Ja, bevor wir aber die Loot Raider unboxen, ist ja noch die Auflösung von der letzten Loot. Da gab es zu gewinnen das Deadpool Comic mit extrem viel Blut, die Mittelerde-Bosskarte und die Sammelmünze von Star Wars mit den Flametrooper. Ja, gewonnen hat das der Miles. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Deinen Kanal verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Das hat 7 Tage lang Zeit, mir zu antworten, damit ich dir die 3 coolen Sachen schicken kann. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird angeboxt oder beziehungsweise nochmal schnell die Verpackung angeschaut. Nichts Neues. Für Geeks, für Gamer, für dich. Hier wieder ein paar leibernde Zeichen. Hier ist nichts außer der Barcode, hier natürlich auch wieder ein paar leibende Zeichen und hier haben wir wieder Space Invaders. Machen wir mal auf und hier haben wir, okay, die Loot Raider, diesmal mit dem Thema Random Again. Das heißt ja, wieder ein bisschen was durcheinander und das Ganze noch einmal, wie schön. Ganz oben das T-Shirt, das kommt wie immer zum Schluss. Und ja, wir fangen hier gleich einmal an mit dem ersten und zwar, ja, das ist eine Game of Thrones Tasse. Eine weiße Tasse mit Game of Thrones, Fire and Blood. Wieder so blutig. Breaking Bad. Wieder eine Postkarte. Unglaublich, wieder eine Postkarte. Und was haben wir hier? Einen 5-Euro-Gutschein für Kinguin, Freunde, ist der Code. Also den Code kann man hier eingeben und bekommt 5 Euro. Ja, gilt ab einer Bestellung über 20. Das heißt, hier nochmal schön abschreiben den Code. Dann könnt ihr da auch ein bisschen was abstauben. Dann geht es hier noch weiter. Oh, haben wir noch was Kleineres. Was haben wir hier? Oh, da ist wieder Hobbit. Und zwar, das ist, was soll das sein? Ja, das sind wieder so Untersetzer. Der Hobbit, Battle der 5 Armeen, der Hobbit, wieder der Hobbit mit dem Gandalf und hier wieder, ja, also 4 Untersetzer. Dann haben wir hier und das, ein Batman. Notizbuch. Hier haben wir ein Batman. Oh, Batman. Ich liebe Batman. Ja, einfach nur ein Notizbuch von Batman. Es ist nicht leer, nichts drinnen, außer hier vorne ein Batman-Zeichen. Ja, ein richtig schönes Notizbuch. Was gibt es hier noch zum guten Schluss? Oder beziehungsweise 2 Sachen haben wir ja noch. Und zwar, was ist das? Das schaut aus wie eine Speaker. Oh, okay, das ist ein, Mini-Lautsprecher. Hier kommt die SD-Karte rein, Mikrofon, on, off, Volume, bla, bla. Ja, muss ich mal noch genauer anschauen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, das ist eine Musik-Mini-Speaker. Müssen wir uns anschauen, wie das genau funktioniert. Ist da eigentlich ein USB-Kabel drinnen? Ja, hier ist ein USB-Kabel, ein Mini-USB-Kabel, sehr schön. Und zu guter Letzt haben wir natürlich wie immer das T-Shirt. Und zwar da haben wir dieses Mal, ja, Deadpool. Unglaublich, ein Deadpool-T-Shirt. Das ist aber richtig geil gemacht. Loot Raider. Schauen wir nochmal kurz, was alles drinnen war diesmal in der Loot. Also dieses geile Deadpool-T-Shirt. Dann die Game of Thrones Kaffeetasse, diesen Mini-Lautsprecher, die Herr der Ringe-Untersetzer, ein Gutschein, eine Postkarte und natürlich das geile Notizbuch von Batman. Ja, es fällt mir immer, immer schwerer, was ich da eigentlich alles hergeben soll. Ja, diesmal wird es sein und zwar, ja, weil jetzt Batman vs. Superman bald ins Kino kommt, werde ich das Batman-Notizbuch verlosen. Dazu werde ich noch draufhauen die Postkarte von Breaking Bad und ja, ich würde sagen, weil es so schön ist und bald auch mein Geburtstag ist, sollte ich auch was davon haben. Ich lege jetzt nochmal die Hobbit-Untersetzer drauf, das heißt, diesmal könnt ihr wieder 3 Sachen gewinnen, unglaublich. Ja, eigentlich die Hälfte von dem, was hier drinnen ist, verlose ich. Ja, was müsst ihr tun, dass ihr diese 3 coolen Sachen gewinnen könnt? Ja, am besten seid Abonnent, schreibt unten in die Kommentare, warum genau ihr diese 3 coolen Sachen gewinnen wollt. Gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden. Natürlich könnt ihr auch sagen euren Freunden, dass bei mir immer was zu gewinnen geht. Bei jeder Lootbox, was ich unboxe, haue ich immer einen Teil davon raus. Ja, der letzte Gewinner hat sogar ein Video dazu gemacht. Ich sage herzlichen Dank dafür. Das Video von ihm unten in der Videobeschreibung. Schaut auch dort vorbei, somit könnt ihr sehen, dass
dass immer die Preise ankommen. Ja, auf der einen Seite wieder drüben mein letztes Video, unten wie immer die ganzen Links zu den Social Media Plattformen. Ja, was sagt ihr zur aktuellen Loot Raider Box vom Februar mit dem Thema Random? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, baba.